Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gaming. Zur Mühle, wo wir ja das am Anfang so zu Sache Ding gemacht haben, Leute. Irgendwo beendet immer da, wo man im. Es endet immer irgendwo gleich, oder? Wo es begonnen hat, Leute. Is that blood? Es endet immer da, wo irgendwie ist. Hoffentlich ist es kein Blut, Leute. Aber wahrscheinlich ist es Blut. Frank? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Lebt Frank noch? Oh Mann. Oh Mann, hoffen wir mal nicht, dass er gestorben ist. Aber. Shit, this is bad. I'll get you help, Frank. But first I've gotta help Rachel's mom. Okay, Leute, jetzt schauen wir mal. Ihr wisst ja noch, hier waren wir ja am Anfang der ersten Episode. Where the hell is Sarah? Where's the homicidal drug dealer, Spooky Deerhead? Nehmen wir lieber auf Nummer sicher, Leute. Nein! Alter, das ist heftig, Leute. Das ist zu heftig. Hopp, red. Chloe. Alter. After all, no one believes a junkie. No. He said you've been sober a year. Respect. It's hard to kick. Hopp, Chloe, geh doch. You can do this. Demon. What the hell are you doing here? I've got your money right here. The money James owes you. How the fuck do you... Run! No one has to know. Just let her go, and I won't say... Talking's over. Leave her alone. Shut up. What the fuck? Genau. You boosted the DA's shit? Got my money? Burned the evidence? All that? I'm just trying to help. Alter, was ist mit dem Typ los? Get away from her. I said shut the fuck up. No. Go to your fucking happy place.
Run. Let this be a lesson, kid. Make good life choices, or you'll end up like her. Now, what do I do with... Damon! What did you do? I fucked you up good, didn't I? Guess you really don't know when to quit. Glad to see you back on your feet. Chloe. Frank. You don't really want to do this again, do you? Okay. Then I don't want to do this again. Come on, man. Oh, Alter, was ist mit dem los? Alter Schwede, was geht denn hier ab wieder? Alter Schwede. Heftig, Leute. Einfach zu heftig. Viel zu heftig jetzt, Leute. Aber zumindest... Aber was ist... Zumindest ist mit Chloe alles in Ordnung, außer... Hä? Sarah? Chloe Price. You know who I am? I saw you in the play. You were funny. Thanks. Okay, jetzt müssen wir reden Thanks. Mit Sarah. Sarah, are you okay? We need to talk about what happened. I am so, so sorry. Rachel can never know. I think you need help. Let me call someone or something. I need you to listen. What James did, hiring that thug, shooting me up with... He's a piece of shit. And I promise that Rachel can never know. That's bullshit, Sarah. You're not listening. Rachel deserves to know what happened to you. No, she doesn't. Eigentlich aber doch, Leute. Rachel deserves a loving father. A father who cares for her. James is a liar. James is a desperate man who loves his daughter. And she loves him. Tell her what happened here. And you'll take that away from her. Forever. And just, what is James protecting her from? You? She wants to meet you, Sarah. No, she doesn't. She wants to meet her mother. I can never be that for her. Why are you saying all this? Because James is right. He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. No, you're not. You're stronger than you realize. You don't know anything about me. I know Rachel needs you. I know loss. I lost my father 2 years ago. How? Car accident. He was picking up my mother from the grocery store, and a truck ran a red light, and was it? I'm sorry. Ja, aber dann muss sie verstehen. You don't know what this is to me. Every pain. Every
fear. Gone. No more sadness. No more grief. Why would anyone not want to feel that way? Ever. I don't know anything about addiction, but I know what it's like to be needed by someone. It gives you strength you never knew you had. Rachel needs you. Rachel needs her family. I recognize I might not know what the fuck I'm talking about here, but I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's brilliant and talented. And she feels so much. She's so strong. She's had a good life. Raised in a loving home, given opportunities I could never give her. At least talk to her. She's felt like something's been missing her whole life. She told me so. That something was you. She didn't miss anything. Naja, kann man nicht so sagen. I used to think my dad was perfect. But now I realize he was probably just as messed up as everyone. And it doesn't make me love him any less. That's a nice thought. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. He doesn't deserve... It's not about James. It's not about me, and it's not about you. It's about Rachel. Tell her what James did, and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? You lost your father. Do you really want to put Rachel through that? Leute, alter Schwede. Ich tät's auch an die Briefe denken. The worst mistake you ever made was giving Rachel up. That's what you said in your letter to her. You read that. You don't have to make the same mistake twice. Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. Let me give her the father she deserves. The one who raised her, protected her, the one who loves her more than anything. You can do whatever you want, Chloe. You have the power. What you have to decide is whether you're going to protect Rachel or cause her even more hurt. So please, tell her I was never here. Let her have what peace she can without me. Okay, Leute. Eigentlich hätte ich... Oh, geht weiter. Doch noch Wait. Weiter. Eigentlich hätte ich fast gesagt... Mir tun erst die Wahrheit sagen, Leute, aber irgendwie kommt man jetzt immer mehr danach, sie zu beschützen, Leute, aber sie soll nicht gehen. Don't go, Sarah. I'm done here. Goodbye, Chloe. Oh, mein eigentlich. Weil ich hab mal überlegt, jetzt ein bisschen da, wo es alles gequatscht ist, erst zu sagen.
Aber irgendwie weiß ich nicht, ob ich es wirklich ihr sage, so Leute. Weil das ist das Problem, Leute. Ob man es ihr wirklich sagen soll oder schweigen soll. Es wäre. Manchmal denken, ich könnte mir vorstellen, hab mir sagen es einfach. Aber wenn man es ihr wirklich sagen, dann zerstören wir eine komplette Familie, Leute. Und das wäre zu heftig, glaube ich, Leute. Hi, Chloe. Rachel's just fallen asleep. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later. Hey. Go back to sleep. Can I talk to Chloe alone for a minute? Okay, sweetie. We'll be right. Okay, jetzt kommt's, Leute. Sagen wir es wirklich oder schweigen wir, Leute? Boah, also es ist eine schwere Entscheidung, Leute. Eine richtig blöde Situation, Leute. How are you feeling? Like I got stabbed? Doc says there'll be a sick scar. Maybe a tattoo is in order. Fuck yeah. We never actually escaped. Did we? We've got time. All the time in the world. Oh nein, jetzt müssen wir sagen, Leute. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Was? Alter, irgendwie habe ich jetzt Leute, die vor der Wahrheit schütze oder mir sagen sagen. Irgendwie würde ich es gern schützen, aber ich würde es auch gern wissen, was passiert, wenn man sie die Wahrheit sagen. Vielleicht werden ein paar mich jetzt böse, aber wir müssen, ich will es ihr sagen, Leute. Sorry, Leute. Auch wenn es hart ist, wir müssen es ihr sagen. Sorry, Leute. Sorry, Leute, es wird hart jetzt gerade. Ich weiß. Es ist hart, aber irgendwie habe ich gedacht, sie muss einfach die Wahrheit wissen, Leute. Einfach die Wahrheit wissen. Sie muss einfach, ich weiß, es ist hart, Leute. Zu hart, alter Schwede. Es war, glaube ich, zu, oha. Und James weiß es jetzt, dass wir es gesagt haben, Leute. War vielleicht zu hart, Leute, aber irgendwie war es wichtig, das ihr zu sagen, Leute. Irgendwie wichtig, das ihr zu sagen. Auch wenn es jetzt zu hart klingt, Leute. Und jetzt wahrscheinlich eine Familie zerstört wird, Leute. Aber es ist, finde ich, wichtiger, Leute. Dass zumindest sie eine Wahrheit weiß über ihre Mutter, Leute. Und dann hoffen wir, oh Mann. Hat Frank Damon gekillt? Alles sieht so aus, als er ihn gekillt hat, Leute. Vermutlich. Vermutlich hat er ihn gekillt. Alter Schwede. Oh Mann. Ach. Oh. Wow. David will jetzt. Wow. Alter. Oh.
Alter Schwede, heftig, Leute. Eine Familie, ach Mann, aber... Und was mit ihm ist, Alter, das ist auch komisch mit ihm. Alter, da muss abhauen oder was? Alter Elliot, alter Schwede. Oh Mann, das ist so cool. Alter, der großen kleine Bruder. Echt schön, oder Leute, muss man sagen. Echt schön gemacht, Leute. Und? Ah, Samantha und Nathan? Oh Mann. Victoria. Und hier ist Chloe. Haha. Aber ihr geht's gut, Leute. Sieht so nach aus, dass ihr es gut geht, Leute. Auch wenn es ein bisschen hart ist, Leute. Es sieht aber so aus, dass... Rachel. Und Chloe. Oh Mann. Aber es sieht so danach aus, dass es Rachel gut geht. Und das ist schön zu sehen, Leute. Und das ist wichtig, finde ich. Das war wichtig, fand ich. Und das sieht, ja. Zwei gute Freunde. Freundschaft für immer. Oder, Leute? Leider wissen wir es. Wow! Sie hat's doch noch gemacht, Alter! Wow, Sarah kommt doch noch! Wow! Wow, was für ein Ende des Kapitel 3, Leute! Sarah ist noch da! Wow, sie konnten sich sehen, Leute! Sie konnten sich sehen! Nein, sie kriegt die blaue Haare. Sie hat sich die Haare gefärbt komplett, Leute. Sie hat sich die Haare gefärbt, Leute. Wow, blaue, alter Grün, alter Schwede. Nicht schlecht, Herr Specht, finde ich. Irgendwie kann man sagen, es ist auch was Gutes geworden. Es ist eine Freundschaft zwischen Chloe und Rachel passiert, Leute. Und das ist auch mal wichtig, Leute. Und jetzt euer Peter Gaming.
Alter Schwede, was war das für eine Episode 3? Leute, es war schon hart heftig, was so passiert ist mit den 2. Aber ja, es war eine harte Entscheidung. Aber Leute, ich glaube, viele haben die Entscheidung, glaube ich, nicht gemacht. Könnte ich mir vorstellen, Leute. Ja, die Wahrheit zu sagen. Könnte ich mir vorstellen, Leute. Weil die war bestimmt nicht einfach alles, oder Leute? Ja? Es zu sagen. Und ist sie jetzt wirklich von der Schule gegangen oder was? Hat sich so angefühlt. Und mit Elliot, er ist ja auch von der Schule geschmissen worden, wie es aussieht. Alter Schwede, richtig heftig finde ich. Das alles, was da jetzt abging. Oh Mann. Jetzt bin ich mal echt gespannt, Leute. Ab nächste Woche, Leute, werden wir dann das Bonus-Level von Life and Straight Before the Storm mit Max und Chloe. Und das ist dann sozusagen, hoffen wir mal nicht, dass es richtig ist, Abschied ist von denen. Weil manchmal denkt man echt, hopp Leute, lasst die noch weiter die Geschichte mit Max und Chloe weiter spinnen, Leute. Das wäre manchmal echt schön, wenn wir weiterspinnen könnten. Das wäre das Beste. Weiterspinnen, weiter noch erleben, die zwei Chloe und Max. Einfach mehr erleben, würde ich fast sagen, Leute. Aber wir werden es ja dann ab nächste Woche dann sehen, Leute. Wenn wir dann das Bonus-Level machen. So Leute, jetzt lassen wir noch die Credits laufen, dann gucken wir nochmal die unsere Entscheidung im Vergleich zu den anderen. Und dann haben wir ja die 3 Episode abgeschlossen, Leute. Und dann werden wir nächste Woche mit dem Bonus-Level diese Let's Play abschließen, Leute. Und es wäre richtig schön, Leute. Es macht richtig Spaß, finde ich. Bisschen hart war jetzt alles, was in der letzten halben Stunde passiert ist, Leute. War hart, aber eins Schöne ist, Leute. Rachel konnte ihre Mutter treffen, Sarah. Und das war's, fand ich das Schönste, Leute. Das Schönste fand ich. Ja, unten, ja. Das fand ich am besten, Leute. Mann, und jetzt schön nochmal als Abschluss die Credits. Alle, die machen Spaß, finde ich. Am Ende vor eine Gänsehaut bekommen, Leute. Eine kleine Gänsehaut bekommen. Aber wir haben es durchgeschafft, Leute. Entscheidungen anders da gemacht wie alle, aber jeder ist ja so wie eine Entscheidung, wie gesagt, Leute, entschieden haben wir es ja, aber manche Sachen waren wirklich, Alter, die Entscheidungen manchmal, die waren richtig heftig, aber wir haben ein paar Entscheidungen getroffen. Wie es aussieht, war die am Anfang hart und heftig, aber irgendwie sind beide trotzdem noch zusammengeblieben. Chloe und Rachel. Und leben jetzt auf dem Schrottplatz oder was? So bin ich jetzt mal gespannt. Auf dem Schrottplatz oder was leben sie jetzt?
Und was auch noch schön war, die Musik bei Life is Strange 1 und jetzt Before the Storm waren immer passend zur Szene und richtig schön, fand ich. Ja? War ein richtig schönes Spiel, muss man schon sagen, Leute. Hat Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen, Leute. Ja, aber die manche Entscheidungen, wie gesagt, waren richtig schwer. So, aber die Entscheidung werden wir jetzt, ach dann, wenn wir dann die Karte wieder sehen, da werden wir ein bisschen über jede Entscheidung mal reden. Und dann einfach gucken, was mir da noch, was die anderen entschieden haben in dem, bei den Entscheidungen. Aber wie gesagt, das Schönste war, dass Rachel ihre Mutter Sarah treffen konnte, Leute. Das war das Schönste, fand ich. Das war das Beste am Ende. Das war das Schönste am Ende, Leute. Das fand ich am schönsten mit der Rose und wo sie sich umarmen konnte. Das war das Schönste in den letzten... Ach, ja. Weil Rachel wollte es so unbedingt mit ihrer Mutter zusammen. Einfach nur treffen. Ja. Einfach nur sie treffen. Und wir haben es ihr. Ihr Wunsch haben wir sozusagen gemacht. Sie wollte ihre Mutter treffen und die Mutter hat dann getroffen. Beide haben sich getroffen und das muss man sagen, ist sowas von schön gewesen. Wie gesagt, jetzt gucken wir uns noch die Entscheidungen an, die wir jetzt im Kapitel oder Episode 3 entschieden haben oder gemacht haben. In Vergleich. Okay, Leute. Okay, ist eigentlich ausgeglichen, Leute. Es ist ausgeglichen. Es ist ausgeglichen, Leute. Ach, tun wir mal aktualisieren noch. Es ist ausgeglichen, es ist nicht ein großer Unterschied. Okay, weiter. Ah, okay, wir haben sie getötet. Okay, wir haben die Pflanze getötet. Okay. Ah, okay. Man kann... Aha, jetzt verstehe. Wenn man da jetzt Geld hätte, die ganze... Hätte man spenden können. Aha, verstehe. Und Sheldon Bade. Sieht so aus, dass es so spitz... Hinbekomme. Rachel traf ihre Mutter. Es war die richtige Antwort, die Wahrheit zu sagen, Leute. Weil vermutlich, wenn man die nicht die waren, wäre Rätsel nicht getroffen. Aber Leute, ich würde jetzt sagen, wir spielen jetzt, machen jetzt eine Pause. Nächste Woche fangen wir jetzt mit dem Bonuslevel an. Und ich würde sagen, somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis demnächst.